Wir können pünktlich, fast pünktlich starten, obwohl die Tiefgarage gar nicht leicht war einzufahren. Herzlich willkommen jedenfalls trotzdem heute zu unserem 6. Wikitalk. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mein Name ist Thomas Wachter, ich bin Institutsleiter des Wiki und ich freue mich, dass wir immer wieder Persönlichkeiten hierher einladen können, die etwas zu sagen haben. Weil Geschichten sind ja eigentlich, die uns Menschen inspirieren, die uns motivieren. Und zwar Geschichten über Erfolg, vielleicht auch Misserfolg, da gibt es ja alle möglichen Schattierungen. Und an diesen Geschichten lernen wir. Und das ist eigentlich auch das Thema dieses Format, Wiki Talk. Uns ist es wichtig, dass wir da immer wieder Leute einladen, die vielleicht einen Bezug zum Thema haben, aber insbesondere irgendwo Freunde auch des Wiki sind, sei es, dass sie Unternehmer sind, sei es, dass sie Teilnehmer aus längeren Lehrgängen sind, sei es, dass sie vielleicht auch Wiki-Trainer sind und so weiter und so fort. Und dann versuchen wir einen netten Abend miteinander zu gestalten. Freuen uns, wenn es im Nachhinein auch noch nette Gespräche gibt. Also das heißt, es gibt danach eine Stärkung. Jetzt natürlich auch entsprechend Getränke, sodass sie sich bei uns unter Freunden sozusagen wohlfühlen. Der Wiki-Talk selber ist ein Format, das dauert etwa 60 Minuten. Also ich habe heute die Ehre, Patrick Ortlieb zu interviewen oder zu begleiten sozusagen. Weil ich bin ja selber schon gespannt, was er uns alles erzählen wird. Es dauert also 60 Minuten und danach sind noch selbstverständlich Fragen aus dem Publikum vorgesehen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, dann starten wir bereits in Medias Res. Herzlich willkommen, Patrick Ortlieb und Livi. Das Thema ist ja heute sozusagen der ganze Komplex Sport, Wirtschaft und Politik von beiden Seiten aus betrachtet. Und vielleicht einleitend einmal die Frage, sind die Skier schon gewachsen? Geht es schon was? Ja, erst nochmal schönen guten Abend alle miteinander. Ja, Schneelage, Gott sei Dank. Man sieht es besser als das Jahr davor. Es ist die winterlich. Fairerweise muss man zugeben, es hat halt auch geregnet. Aber gewisse Feuchtigkeit und den Schnee gut, gerade zur Unterlage und ja, der Wetterbericht, ja, ist immer so, dass man gut in den Fenster kommt. Bevor wir noch in die verschiedenen Eckpunkte deiner Laufbahn einsteigen, würde mich noch interessieren, das interessiert mich dann persönlich immer auch, das Thema Gewicht. Du schaust ja sehr gut aus. Als Supersportler hat man natürlich, als Abfahrer muss man noch mehr Gewicht haben und da muss man irgendwann abtrainieren. Wie viel Gewicht hast du in Relation zu der Spitzenzeit? Hast du mehr oder weniger Gewicht? Also ich habe ziemlich gleich viel Gewicht, nur der Unterschied ist, die Oberschenkel sind dünner. Jetzt wird man nach oben verlagert. Und fest massiv, da man ja weiß, dass Muskelmasse dreimal so schwer wie Fett ist, dann kann man sich das so vorstellen. So gesehen, alles beim Alten. Du bist 1967 geboren, wird also nächstes Jahr schreckliche 50 Jahre alt. Erzähle mal die ersten Schritte sozusagen vom Kind zum Pubertierenden. Was war das für eine Phase? Wie bist du da in Richtung Skifahren gekommen? Was hat sich da abgespielt, auch schulisch? Ja, also wie die meisten wahrscheinlich wissen, ich bin in Lech am Arlberg, besser gesagt in Oberlech, zu Hause, bin dort aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Hotel oder wie immer. Montana. Montana in Oberlech. Ja, der erste Blick in der Früh nach dem Aufstehen war eine weiße Skipiste vor der Haustüre. Und ja, der Weg zur Schule war schon eigentlich vom Schnee vorgegeben. Zu 90% bin ich mit dem Schlitten oder mit dem Rodel in die Schule gefahren. Wir haben zwar
eine Gondel nach Oberlech, die jetzt gerade erneuert wird. Die ist um 7:45 gegangen. Ich bin immer schon um kurz nach 7:30 runtergefahren, weil da bin ich mit der Gondel, wo die Schüler runtergefahren sind, nach Lech, ich noch einmal hinaufgefahren. Ich habe gleich geschaut, dass ich eine zweite Runde vor der Schule anfange. Beim Backrund habe ich noch mein Rodel reingekaut, ganz schnell, fetznass in der Schule. Da hat mich vielleicht abgehärtet und einige Trickerwellen im Nachhinein dadurch besser überstanden. Wenn ganz super Tage waren oder wenn es zum Frühjahr hinausgegangen ist, wo es schon früher hell geworden ist, habe ich das Ganze auch oft mit dem Ski schon gemacht. Bin eigentlich vor der Schule losgegangen, ist schon zweimal verbotenerweise durch den Wald nach Lech gefahren. Die schönste Abfahrt natürlich immer zwischen den Bäumen. Und ja, so hat sich halt eine Riesenliebe zur Materie Schnee entwickelt. Und ich habe den Schnee schon sehr, sehr früh aus sehr, sehr verschiedenen Ansichten, Konsistenzen, auch Farben und alles, was dazugehört, gelernt. Und es ist eine Materie, die mich von klein auf begeistert hat und die mir eigentlich mein ganzes Leben begleitet haben, bis jetzt auch. Und wo ich eigentlich nie aufgehört habe, auch mich weiterzubilden, weiterzulernen, was Schnee alles kann, was für verschiedene Schneearten es gibt, aber auf das kommen wir ein bisschen später noch. Und ja, so ist halt meine erste Liebe zum Schnee entstanden. Ich bin, wie alle Kinder in Lech, natürlich gefördert worden durch den Skiclub Alberg, eine Institution, die es seit 1901 gibt, die ganz großen Augenmerk darauf legt, dass alle Kinder in Lech mit Skifahren was zu tun haben. Dass nicht jeder Rennläufer werden kann, ist auch klar, aber es ist auch nicht die Aufgabe, jeden Einzelnen zu einem Spitzensportler zu erziehen. Aber zumindest den Kindern und den Jugendlichen das mitzugeben, dass sie das lernen und das leben vor allem, von dem sie dann auch leben. Es ist auch nicht das Ziel, dass jeder irgendwann einmal Skilehrer wird und sich den Tod runterreißt, das heißt halt ein Leben lang. Aber auch berufsbegleitend oder neben dem Studium oder während der Ausbildung einige Jahre als Skilehrer zu arbeiten, ist sicher gut und wichtig und richtig. Und man soll einfach das ganze Gebiet kennen, die ganzen alpinen Gefahren auch kennen, auch umgehen zu können. Und da ja Lech doch ein sehr internationaler Ort ist, wo ein sehr hoher Anteil an Stammgästen ist, über Jahre und Jahrzehnte kommen, ist es dann schon wichtig, dass auch Skilehrer vor Ort sind, die sich auskennen. Und dass es halt nicht passiert, dass ein neuer Skilehrer aus Holland, der einen 3 Tage Schnellsiederkurs in der Halle gemacht hat, eine Skilehrerausbildung mit der Panoramakarte in der Gondel steht und sich einmal orientieren muss, wo er mit dem Gast nachher hinfährt, hat leider auch schon gegeben, gibt es auf der ganzen Welt. Wir versuchen halt doch, dass es in Lech nicht ganz so ist. Und wann ist in dieser Zeit bei dir dieser Virus eingepflanzt worden, aus dieser Materie Schnee, wie du sagst, sozusagen ganz viel zu machen? Also wann ist der Drang zum Skirennläufer eigentlich entstanden? Ja, wie schon in dieser Zeit? Schon in dieser Zeit. Wir haben unser regelmäßiges Skitraining gehabt, jeden freien Nachmittag, auf Samstag, Sonntag. Teilweise durfte man auf Rennen gehen. Aber wir haben einen sehr besonnenen Trainer gehabt, der uns eigentlich nur im Tiefschnee angehetzt hat, nur auf Buckelpisten fahren hat lassen. Und um 15.30 Uhr als kleine Belohnung durfte man noch 2 bis 3 Mal einen Riesental fahren. Es war natürlich jeder Rennen heiß, durch die Tore zu fahren. Das ist für die kleinen Kinder und war für uns auch das Größte. Und das, sagen wir mal, die Lust am Skifahren ist dadurch nie verloren gegangen. Und das hat mir immer Freude gemacht und das ist auch dann auch so Zeiten, wo ich dann im Weltcup gefahren bin, wo man wirklich 200, 220 Tage im Jahr auf Schnee war und oft die Frage gekommen ist, ja, geht der Schnee nicht dann weg oder das Skifahren? Jeden Tag sage ich, ja, Skifahren ist eine Sache, Rennfahren ist eine andere Sache. Rennfahren, da ist rechts ein oranges Netz, links ein oranges Netz, in der Mitte ein Eiskanal runter, das ist nicht Skifahren. Skifahren ist sich in der Natur bewegen, im feinen Griff in guten Schnee zu fahren und das muss man halt auch unterscheiden, aber wenn man mal lernen, muss man schon mal zuerst auf Basis auf und das war immer eine schöne Sache. Vor allem wenn man ja Skipiste wohnt und lebt. Ganz genau, wenn man vor der Haus hat, das wurde einem vorgelebt. Meine Eltern haben mich eigentlich nie dahin gedrängt, dass ich das machen sollte.
die weißen alten Volksschullehrgängen ganz normal, Skihauptschule, Schwunz. War kein Thema für meine Eltern, war auch nicht nötig. Wir haben in Lech auch super Trainingsbedingungen gehabt auf dem Skiclub. Und danach war ich mit der Schule in Lech fertig. Und ja, so der große Wunsch der Eltern, da gibt es Hotelfachstelle in Schlesheim, da gibt es da, ja, da gibt es den Gymnasium in der Rauch. Dessen, da habe ich gesagt, ich will unbedingt Skifahren, ich will unbedingt Skifahren. Und konnte meine Eltern leicht klopfen, dass ich die Aufnahmeprüfung ins Skigymnasium Stams machen durfte. Hatte die auch bestanden dann und ja. Das ich mag, wie auch immer. Auf jeden Fall der Konsens, den ich mit meinen Eltern dann gestoßen habe, war okay, haben gesagt, okay, jetzt geh schon mal ein Jahr dahin. Die haben sich gedacht, das wird sich dann nach einem Jahr sowieso alles erledigen, weil da muss man den ganzen Tag trainieren und hart arbeiten und dann gehst du in eine gescheite Schule. Gott sei Dank hat sich meine Entwicklung, was sportlich anbelangt, recht gut entwickelt. Mir hat es dort Spaß gemacht. Bin auch bestens betreut worden durch den Vorarlberger Landesskiverband, VVS damals. Und ja, konnte da meine Schulzeit zu Ende machen. Habe maturiert mit einer Ehrenrunde, muss ich auch zu verstehen. Aber wir werden eh schnell Zeit. Aber ja, Gelesenheit im Winter war dementsprechend knapp und vielleicht war ich auch nicht immer der Fleißigste, aber wenn es darauf ankommt, ist ja gewusst, was zu tun ist. Und ja, nach Beendigung des Skigymnasiums bin ich nachher eigentlich schon davor, sehr wenn ich gelesen habe, du bist ja mit 15 schon in die Nationalmannschaft gekommen. Es war ein Kader des Österreichischen Skiverbandes, ÖSV Nachwuchskader, hat das geheißen und dann relativ schnell auch die aus dem Europacup-Rennen gefahren. Es hat dann nochmal ein kleines Intermezzo gegeben, nach gewissen Unstimmigkeiten mit Trainern, wo ich nachher wieder ein oder eineinhalb Jahre mit dem Vorarlberger Skiverband trainiert habe, aber dann wieder Kollegen zurück und dann gleich mit. Also es war praktisch der Vorspann und dann Militär und erst dann nicht richtig weg. Ja, ich bin, also Militär, muss man sagen, Gott sei Dank gibt es diese Institution in Österreich für den Spitzensport. Ich habe nur die Grundwehrdienst gemacht. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass Athleten, die finanziell nicht wirklich am Anschlag sind oder die Familien, dass die noch nicht in eine Anstellung beim Bundesheer übergehen, weil normal hängt es mit der Leistung zusammen, aber das ist einfach, das tut man nicht, wenn es viele andere nötiger haben. Es gibt da eine gewisse Anzahl von Plätzen, die das machen können. Und ja, damit war das für mich die 8-Monat-Frist und dann auch, ja, ist mir eigentlich Gott sei Dank eine große Karriere vor den Füßen gelegen. Das kommen wir mal gleich. Ja. Vielleicht noch die Phase davor, wie würdest du diese erste Etappe bis zum 18. oder 19. Lebensjahr mit dem Militär zusammenfassen oder was war das große Highlight? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, bis 18, das bleibt mir echt in Erinnerung, das ist gut für mich gewesen oder das war nicht gut, aber Erfahrung kann man, gibt es da ein Ding. Ja, es war, das kann man erinnern, wo ich das erste Mal auf internationale Schülerinnen mitgehen durfte und was es war in Italien, das Trofeo Topolino, das Rennen, das gibt es immer noch, so die inoffizielle Schülerweltmeisterschaft und da gibt es halt so eine Liste von Fahrern, Athleten, die damals schon gefahren sind und gewonnen haben. Und da sind halt oben gestanden von Ingemars, Dämmert, über Firmen zu drücken und halt alle großen Namen. Und da haben wir gedacht, okay, wenn man da dabei ist, da will ich auch mal dabei sein. Und das war auch eigentlich schon, wie ich Schüler war, neben dem Schulhof so ein Denkmal stehen mit so fünf in sich verhungene Ringe, was bei mir so olympische Emblem dort nicht dran. Aber es sind halt alle Medaillengewinner von Lechenbach schon, bin ja da jeden Tag vorbeigegangen. Und da unten war immer ein Platz, weil er dachte, da muss ich auch mal draufstehen. Wenn man da jeden Tag vorbeigeht und das immer will, ist da einfach der Wille geboren. Aber das sind auch, glaube ich, wichtige Anker, oder? Für die Motivation, für das tägliche Training. Das ist ganz klar. Man will was, man bildet sich was ein, man formuliert ein Ziel, eine Zielvorstellung und ja, versucht sich einen Plan zurechtlegen und daran zu arbeiten. Den Plan muss man ständig adaptieren, aber das ist das ganze Leben so.
Und ja, ich habe das halt recht früh gelernt und Gott sei Dank ist das auch in der Aufgabe. Wie streng ist denn das Training vom Skirennläufer im Vergleich dann am Radrennfahrer? Ja, der Radrennfahrer, der Ortsrennfahrer, der hat halt mehr Probleme mit Nieren und anderen Organen, bis er das alles ausgeschüttet hat, was er eingenommen hat. Aber, es gibt auch genügend, die das fair und sauber machen. Aber sagen wir so, wie das Format vorgegeben ist, tun sich alle schwer. Ich muss ja sagen, zum Trainingsaufwand, ich kann mich erinnern, wo ich noch in Innsbruck auf der Uni studiert habe, ganz kurz, habe ich auch dort meinen Trainingsstützpunkt gehabt und da hat es das Universitätssportzentrum gegeben und da waren 10 Kämpfer. Leichtathleten, die Könige aller Athleten, Kellermeier, Gernot und wie sie heißen. Und da haben wir gedacht, aber ich lehre die Burschen trainieren 10-mal so viel und verdienen ein Zehntel. Also die Chance, die wir als Skifahrer haben, ich hätte übertrieben, 10-mal so viel, es war natürlich ganz viel Technikarbeit machen müssen. Es, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich aktiv war, war sicher das Maximum, was man von der Trainingswissenschaft gewusst hat, wie man trainiert, was man machen kann. Man war noch nicht ganz so up-to-date mit den Regenerationsmaßnahmen und Zeiten. Deswegen glaube ich schon, dass zu dem Zeitpunkt hat man das Maximum trainiert. Im Nachhinein gesehen, mit dem Wissen von heute, hätte man mehr machen können. Und dann kam die ganz große Karriere, die zuerst einmal mit einer Niederlage gestartet hat, also sprich mit einer schweren Verletzung, oder? Wie ja, war die sehr? Verletzungen gehören dazu. Kreuzbandriss? Ja, das war gleich mal ganz am Anfang. Ist das gut gewesen, im Grunde im Nachhinein betrachtet? Und dann wenn man, sagen wir mal, eine gute Chirurgie im Land hat, so wie es Vorarlberg hat, ist es nicht ganz so schlimm. Pause, eine erzwungene Pause, schadet nicht immer, tut ab und zu auch gut. Vor allem man hat einfach keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Man bereitet sich von null auf wieder drauf vor und marschiert. Und es ist sehr oft ersichtlich, dass nach Verletzungen Athleten stärker wieder zurückkommen. Das wäre es immer ohne Verletzung. Aber dann, weil du ja eigentlich ein Jahr später, also mit 24, glaube ich, war die schwere Verletzung und mit 25 oder so, da ist dann Olympiasieg, also wie, ja, in noch einem Jahr, Kreuzbandriss, Aufstieg ja, zur Nummer 1. Gott sei Dank recht schnell gegangen. Wie fühlt sich das an, unmittelbar noch, dieser Sieg? Ja, es sind ja auch andere Rennen dazwischen, die Vorbereitungsperiode ist normal abgelaufen. Ja. Man hat sich da schon auch angetastet, hat gesehen im Training, man ist absolut konkurrenzfähig. Und ja, ich habe mich da auf das Rennen vorbereitet, bin gewichst, wie man es nur kann. Ich habe mir den Kurs das Jahr davor schon angeschaut, sämtliche Radien von der Strecke sind vermessen worden, alles. Also man hat da schon, was man zu der Zeit machen konnte, gemacht. Und wir haben uns auch materialmäßig vorbereitet. Ich bin ja Head gefahren zu dem Zeitpunkt. Ich bin davor ein anderer Vorarlberger Hersteller, hat mich ausgestattet, Firma Kästle. Und das war bis Ende der Jugend. Und da ist halt bei mir sogar dran gegangen, schaffe ich es im Weltcup nicht. Und da ist das Material ganz eine wichtige Sache. Und ja, bin ich mit meinem Vater, ich habe mir selber keinen Führerschein gefahren, sind wir dann nach Hohenems gefahren, Kaiser-Franz-Josef-Straße, glaube ich. Und gehen da rein, große Rennabteilung, Jürgen Schenkenbach, großer Mann da drin, Kessler Rennchef, und haben gedacht, ja, sag mal, Jürgen, das wäre halt brutal wichtig, wenn zumindest ein oder zwei richtig schnelle Ski kriege, weil es geht oft um 2-3 Zehntel, dass man sich qualifiziert oder nicht. Dann sagt er, ach, guck mal mit, jetzt sei da was. Dann ist da so ein Eck da hinten, da war so ein Gitterverschlag, sag ich, schau, das sind unsere 50 schnellsten Ski, die wir haben, oder? Dann sagt er, jetzt gehen wir da rein, jetzt kriegen wir einen. Die kann alle im Zubringen. Über den 51. können wir reden. Dann habe ich genau gewusst, okay, die stehen nicht voll und ganz dahinter. Und im gleichen Jahr hat Head in Kennelbach angefangen, auch aktiv Rennlauf zu betreiben. Haben davor nur Profiszene in Amerika ausgestattet. Und haben gedacht, da ein junges Unternehmen, die wollen, die sind interessiert. Und die haben gearbeitet und mal gesehen, was aus dieser Rennlaufabteilung geworden ist. Ich war der erste aktive Rennfahrer da im Land mit Head und das ist aufgegangen und
was die Burschen jetzt da fabrizieren, das ist einfach ein Traum für Vorarlberg, auch für die Vorarlberger Wirtschaft, dass jeder einzelne Ski, der beim Kennelbach macht, das ist schon gut ab, was man da hat. Offensichtlich war das Ganze mit Erfolg gekrönt, es kam der Olympiasieg, die Erfolgswelle hast du genutzt, um weiter zu surfen, es kam dann Kitzbühel dazu, und ja, dann kam also nochmal 2 Jahre später der Weltmeistertitel. Genau, dann haben wir die größeren Rennen haben wir immer genau vorbereitet. Das ist ja, schon nachgelassen. Über 22 Mal aufs Podium gefahren. Ja. Ganz so schlecht war es auch nicht. Ja, aber 6 Siege waren es insgesamt, ja. Nein, es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe da top Unterstützung gehabt von allen Leuten, die da ein bisschen mitgearbeitet haben. Und natürlich wie überall, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es manche, mit denen man sich besser versteht und manche weniger. Aber sagen wir, wenn man Erfolg hat und eine gestandene Persönlichkeit ist, überlebt man das auch leichter. Und wenn man sagen, ein engster Betreuerkreis war, ja, die sind alle da aus dem Land gewesen. Dieser mein Servicemann, der Heinz Hämmerle, den alle wahrscheinlich kennen, inzwischen, der hat dann auch ein Hannes Ringschiff gemacht, die Goldmedaille gewonnen, nachher Bode Miller alles gewonnen, ist jetzt der Skimann von der Linze gewonnen. Der Ausbildung sonst mit der Goldfinger. Und der Heinz hat mich 11 Jahre durchgehend betreut. Das ist auch mein Abfahrtstrainer damals, der Vorarlberger, der Kurt Engstler gewesen. Der hat mich davor im Landeskader schon betreut, der ist dann mit mir im Weltcup gekommen. Und das war natürlich für mich schon eine Top-Sache. Ich habe von Leuten gehabt, die meinen es mir gut. Das brauche ich nicht hinterfragen. Und da habe ich schon ganz viel Rücken frei gehabt, um mich eigentlich zu fokussieren, auf was es darauf ankommt. Und habe eigentlich relativ schnell gelernt, der beste Trainer ist der, den du eigentlich gar nicht fragen musst, der genau das macht, der sieht, was du jetzt brauchst. Oder? Das Zusammenspiel, das ist Gold wert. Ist es eigentlich, kann man das ähnlich wie in der Formel 1, kann man da sagen, welchen Anteil zum Beispiel ein Servicemann hat, oder das Material oder der Rennläufer selber braucht, den Rennläufer gar nicht macht? Oder? Ich bin da ganz offen, ehrlich, und sage das jetzt mal wieder. Also ich würde das dritteln. Ich würde sagen, ein Drittel ist das Talent plus körperliche Voraussetzung, das ist schon wieder ein Drittel weg. Gell? Ja. Ein Drittel ist Material und ein Drittel sind einfach äußere Bedingungen. Das ist ein Freiluftsport, wo ich kann einmal einen Superlauf fahren, einen Gegenwind haben, der ist 6., 7., 10. oder noch weiter. Und oft einmal hast du einen bescheidenen Lauf, hast einen Ski erwischt, wo es nur dahin geht und ein bisschen Rückenwind auch noch, schwingst ab und einzelhaft auf. Das kann alles passieren. Aber in Summe gleicht es sich dann doch wieder aus. Das Glück und Pech, das ist im Leben so, dass eigentlich ein Pech gut die Balance ist. Oder? Und ja, zum Material. Sicher bin ich als Athlet selber verantwortlich dafür, dass das passt. Oder? Und da komme ich jetzt auch wieder zurück auf das Thema Schnee. Oder? Ein Ski oder ein Skifahrer, wir leben einzig und allein von Minimierung der Reibwiderstände. Oder? Wenn man das optimal hinbringt, ist man schneller. Wir haben keinen Motor, wir haben nur die Schwerkraft. Da muss man schauen, so wenig Reibung wie möglich zu erzeugen. Und das sind einfach Faktoren. Ich kann gar nicht alles aufzählen, aber wenn ich jetzt dann nur sage, da geht es darum, also mal vom Belag einmal allein, welches Material der Belag hat, wie dick die Kante sind, welche Struktur der Belag hat. Das sind wir mal jetzt nur vom Belag und Ski mal das abdeckt. Jetzt gehen wir mal in die Schneeseite rein. Da haben wir mal Naturschnee oder maschinell erzeugte Schnee. Der maschinell erzeugte Schnee unterscheidet sich wieder, sind das Hochdruckkanonen, das sind Vidalwerkjets, sind das Propellerkanonen oder sind das Lanzen. Dann geht es wieder darum, mit welchen Dichtmaschinen wurde der Schnee präpariert. Weil die Fräse hinten beim Radwerk, je schneller die läuft, desto mehr Wärme erzeugt die, desto mehr Feuchtigkeit ist da drin. Da habe ich Schneefeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. Das sind Faktoren, Ende nie. Und dann habe ich einen Ski, der genau da passt. Und dann hat es am Start um 7 Grad weniger wie im Ziel unten. Und das Gleitstück ist da und da. Also es ist brutal diffizil, das Ganze auf die Reihe zu bringen. Es wird immer, sagen wir mal, leichter mit der heutigen Technik die ganzen Parameter zu vermischen und auch berechnen, wo finde ich das beste Mittelmaß. Aber das ist einfach eine Sache, wo ich als Athlet selber verantwortlich bin. Und wenn ich mich mit dem Thema nicht beschäftige, habe ich keine Chance. Und wenn man das heute im Weltcup anschaut, oder? Und wenn man immer hört, wie ein Hirscher herumtüpft mit dem Material, ja, recht hat er. Das ist der Einzige, der will, oder?
Und wenn andere einfach sagen, ja, muss ich nochmal eine Kombi-Training machen und dann nochmal eine Einheit und da und da und da, dann ja, okay, aber wenn ich jetzt noch dreimal mehr die Kniebeugen oder die 100-Meter-Sprints mache, bin ich ein Hundertstel schneller. Mhm. Aber wenn die Ski gescheit gehen, kann ich viel mehr rausholen. Und das ist einfach eine Sache, da bin ich als Athlet selber verantwortlich und das gehört in die Köpfe aller Jugendlichen und aller Athleten hinein. Das ist das Material, irgendwann ist es dann wahrscheinlich auch die Form, die auch wichtig ist. Und der Form könnte auch abhängig sein von Freundschaften oder solchen Dingen. Wie wichtig sind Freundschaften im Spitzensport? Wie wichtig, oder hat es auch das Thema Neid gegeben in dieser Zeit, wenn man auf der Erfolgswelle spielt? Wie sehr beeinträchtigt oder motiviert das? Es motiviert. Das Ausdruck Freund, gerade beim Skisport, ist eine ganz schwierige Sache, ganz ein heißes Thema. Man ist eine Mannschaft, aber man ist ein Einzelsportler. Und man reist mit den Leuten zusammen, man hat die gleichen Umsicht, trainiert miteinander, reiht sich Zimmer im Hotel, hockt im Flugzeug neben dem anderen und dann stehst du am Start oben und genau der, mit dem du dir am besten verstehst, ist dann genau dein größter Konkurrent, oder? Und ja, da gibt es einen Spruch, wo was dran ist, oder? Lieber Dritter und Bester Österreicher als Zweiter und Zweitbester Österreicher. Ja, das ist ja, weil das möglicherweise auch mit finanziellen Vorteilen verbunden ist, oder? Der finanzielle Vorteil wäre, glaube ich, als Zweiter der Bessere, aber die mediale Präsenz und die Berichterstattung als Zweiter, als Beste Österreicher kommt schon besser rüber als in der Dritten. Und auf das achtet man schon als Sportler, oder? Selbstverständlich, es ist ein Geschäftsmodell unter anderem geworden. Es ist ein Profisport, man hat sonst keine Einkommen. Man muss sich in relativ kurzer Zeit doch schauen, dass man sich gut organisiert, dass man so viel wie möglich echt verdient, alle Möglichkeiten ausnutzt, weil ich habe selber auch gespürt, das kann von einer Minute auf der anderen vorbei sein, das Ganze. Oder? Und das war ja dann, ja, deswegen sage ich ja. Kitzbühel, zuerst der Sieg und dann 1999 sozusagen die nächste Verletzung. Ja, das Kitzbühel war natürlich zum Ende meiner Karriere. Ich wollte sowieso in dem Jahr meine Karriere beenden. Ja, ein schwerer Sturz. Ich davor ein bisschen nicht so einen guten Lauf gehabt. Ich bin dann wieder gut in Form gekommen und habe mir gedacht, das könnte ein super Rennen werden. Ja, als Kind will man es nicht wahrhaben, wenn es heißt, Übermut tut selten gut. Ich habe da zu viel riskiert, geht voll auf meine Karte. Es war weder, dass die Piste nicht in Ordnung war oder irgendwas. Einzig und allein ein Fehler, den ich gemacht habe. Und ja, habe dann kapital einen Sturz gebaut, habe mir zweifachen Oberschenkelbruch, Becken und ein paar andere Sachen gebrochen. Ja, konnte Kitzbühel vom Hubschrauber mal von oben sehen, war dann auch fein, legal unter Drogen gestanden. War, ja, okay, gehört dazu. Viele haben mich gefragt, ja, war das noch nötig am Ende der Karriere? Sage ich ja, zum Glück ist es am Ende passiert, aber wenn man das mit 18 passiert, so einem Fall, dann fahren rechts und links 20 andere Österreicher an mir vorbei. Und Vater Kortler, der war halt auch in Stanz in der Schule, hat halt auch probiert, einmal Skirennen zu fahren, hat es halt auch nicht geschafft. Ja. Aber es war letztlich trotzdem, bis zu diesem Zeitpunkt war es eine runde Karriere. Du bist ja auch 1992 Sportler des Jahres geworden, was ja eigentlich eine nicht zu unterschätzende Auszeichnung ist. Was ist das für dich? Was hat diese Auszeichnung für einen Stellenwert gehabt, neben den sportlichen Erfolgen? Das ist schön, dass du das ansprichst. Ja. Das ist, das schätzt man alles erst viel, viel später dann auch. Zu dem Zeitpunkt ist das eine lästige Verpflichtung. Da ist auch gleich, wenn ich mir denke, die Preisverteilung bei der Olympiade, oder? Im Nachhinein denkst du, ja Wahnsinn, das ist einmal in deinem ganzen Leben passiert, oder? Aber da gehst du hin und sagst, ja, das und kalt, das hätte schon wieder was anderes vor, oder das soll ich machen. Und der Motto, man lässt das so über sicher gehen, aber man kriegt gar nicht mit, was da abgeht. Es läuft so nach Protokoll ab und dann musst du ewig in der Schlange stehen und dann stehen da die Funktionäre vor dir und jeder hält noch seine Rede. Das ist gar nicht so ergreifend für einen selber, wie es vielleicht dann für einen Zuschauer ausschaut. Wobei jetzt andersrum gesagt, wenn wir jetzt denken, in Kitzbühel zur Preisverteilung geht, die ganze Stadt voll, 50.000 Österreicher, alle mit Rot-Weiß unter Fahne, das geht nicht so genau. Das muss man ehrlich sagen. Das ist auch
was einem bleibt. Und wenn ich jetzt noch Siegerehrung sehe, die ihm übertragen wird von Kitzbühel, dann denke ich mir, Burschen, genießt das, wenn es da oben steht, weil das ist wirklich was Einzigartiges. Und ja, Sportler des Jahres, das ist, ja, ich will nicht sagen, eine Sache, die auch einen gewissen Automatismus hat, wenn man einfach zu Olympiasieger wird. Aber ja, die haben es damals verdient. Und ja, wenn ich mir die Liste anschaue, die halt jedes Jahr wieder rauskommt, wenn die Sportler des Jahres gewählt werden, da steht man dann auch drauf mit den ganzen großen Namen, die österreichische Sport bis jetzt hatte, er deinen Wunsch. Um diese ganzen Erfolge anstreben zu können, braucht man ja großes mentale Stärke, sage ich jetzt einmal dazu. Gibt es da Mentaltrainer, die einen begleiten und durch das Tal der Tränen durchführen? Das ist eine Sache, die sehr persönlich ist. Ich muss sagen, offen und ehrlich, ich habe sowas nie gehabt. Wenn es mir nicht gut gegangen ist, hat mir ein Bier gut geschmeckt oder auch den Rot am Abend davor. Man darf denken jetzt viel dran, es wird schon irgendwie gehen. Viele hängen sich auf das auf, meinen, es ist total wichtig, gewisse Sportarten, die ganz punktuell ihre Leistung bringen müssen, jetzt mit mir auf 2 Minuten, sagst du jetzt ein Skispringen, also da mag es vielleicht noch ein bisschen mehr Berechtigung haben, aus meiner Sicht. Aber die Athleten bei uns, die das in Anspruch genommen haben, und wo die anderen das mitgekriegt haben, die sind ja eher belächelt worden. Also haben sie gedacht, du bist so schwach, du brauchst noch mal, der redet ein, dass du gut bist. Also da ist ja die Schwäche der anderen ausgenutzt und die versucht klein zu halten. Aber wenn man denkt, wenn ich da oben stehe in Kitzbühel am Starthaus, ich weiß nicht, ob schon mal jemand da oben war, da stehst du da oben, da stehe ich da, was nutzt man dann? So ein Psycholog, der mir auf die Schulter klopft, dem selber die Knie schlägt und sagt, mach's gut, das nutzt gar nichts. Gescheiter ist gar keiner dabei, da stehe ich drin, da bin ich verantwortlich, ich habe mich auf das vorbereitet, ich weiß, dass man nicht zukommt, zwingt kann man da runterfahren, das ist ein Kindheitstraum und wenn ich das machen darf, nehme ich die Challenge an und fahre runter. Und dann kommt irgendwann später, 2014, hast du nachträglich die Ehrenmitgliedschaft im Skiclub Arlberg etwas später in Anspruch nehmen können oder entgegennehmen können. Das ist auch ein schönes Erlebnis. Ja, so, sind so Ehrenmitgliedschaften, sind sicher was Schönes. Meistens sind es Alterserscheinungen. kann man sagen. Aber ich bin sehr verbunden im Skiclub, bin auch schon seit einigen Jahren Vorstand im Skiclub oder mit im Vorstand. Und das ist einfach ein Top-Verein, ein Top-Club. Wir finanzieren uns selber, komplett selber, ohne öffentliche Gelder. Und ja, das macht Spaß dazu. Und wenn du jetzt diesen Komplex Skikarriere hernimmst und sagst, ähnlich wie bei Jugendzeit, da gibt es ein Highlight, das nehmen wir mit, und vielleicht ein negatives Erlebnis, was würdest du dort nennen, für 2 Themen? Highlight? Ja, auch. Highlight ist sicher als Österreicher die Abfahrt in Kitzbühel zu gewinnen. War nicht die Olympiade? Emotional nicht. Jetzt langfristig gesehen und von dem man am längsten lebt und jetzt auch international das meiste ansehen, ist natürlich Olympiasieger was schon das Größte, was man als Sportler erreichen kann. Gerade wenn man so in Amerika ist oder ich wäre nach wie vor. Kennt man mich auf der Straße und ich werde oft angesprochen von Leuten. Das bleibt schon in Erinnerung, ist keine Frage. Mhm. Aber jetzt, wenn man von der Emotion redet und der Sport ist was Emotionales, da kann ich einfach nur sagen, da gibt es nichts Größeres. Und wenn ich mal sehe, einen Bode Miller oder was, der ist jetzt 38 Jahre, 39, der probiert es noch einmal, der sagt, er will nur eins, er will nur Kitzbühel gewinnen. Ja, das ist einfach, das gehört in den Lebenslauf von einem Abfahrer rein. Ja, und der Tiefpunkt? Ja, Tiefpunkt, ich muss sagen, ich bin ein sehr zufriedener und ein glücklicher Mensch. War das dann auch doch wieder Kitzbühel? Nein, eigentlich nicht, weil ich in Kitzbühel eigentlich wirklich alles durchgemacht. Ich habe gewonnen, ich war 2., 3., 4., 5., habe eigentlich alle Positionen gefahren und habe einen schweren Unfall gehabt. Aber es ist Gott sei Dank
keine bleibenden Schäden und dadurch rede ich auch nicht. Es ist mir eigentlich nichts so gravierend in Erinnerung geblieben. Es ist auch okay, an dem Nagel jetzt, oder? Man, das ja, eine oder andere Trainerentscheidung nicht die richtige war, die gemacht worden ist, aber den muss stehen als immer. Ja, jedenfalls hat dann trotzdem Kitzbühel mit dieser Verletzung dazu geführt, dass du deine Karriere beendet hast müssen wahrscheinlich. Und dann kommt praktisch das nächste Kapitel und das war dann das Thema Politik. Du bist dann in die Politik gegangen, bist deinem Beruf gefolgt, ich glaube von Herrn Gorbach. Und jetzt meine Frage zuerst, wie bedeutend war oder welche Rolle hat in dieser Zeit zum Beispiel die Marke Patrick Korsig gespielt? Ja, wenn man ganz ehrlich und offen ist. Ganz ehrlich und offen, man, ich bin weder dumm noch blau eigentlich. Das war mir schon klar, dass das ein Geschäft und ein Gegengeschäft ist, das Ganze. Die hat ja sehr hohe Popularität und es ist schon lange einen Wahlkampf zu schlagen. Und mich hat das jahrelang schon interessiert. Ich war gut davor schon zu sehr, sehr vielen. Und ich kann mich erinnern, auch als Sportler hast du in Interviews immer Meinungen gehabt. Ja, genau, Meinungen, Stellung bezogen und dazu stehe ich ja. Und ja, dann hat sich die mit vielen Gesprächen sich ergeben, dass ich zuerst bis zum Thema gestanden, ein Mandat im EU-Parlament, aber das war mir dann zu komplex, das ganze Thema. Und ja, dann ist halt ein Nationalratsmandat zur Diskussion gestanden. Bin dann auch normal im Wahlkampf gegangen und ja, sagen wir mal, Vorarlberg war zu der Zeit eine ganz starke schwarz-blaue Koalition. Seit Jahren hat es das schon gegeben, hat es überhaupt keine Probleme auch im Ansehen damit gegeben. In Wien war das anders. Also in Wien war man dann als Blauer ein Aussätziger, wie man Vorarlberg als Rotz ein Aussätziger war zu dem Zeitpunkt und das habe ich einfach dann auch erklärt oder erleben müssen und ja, das ist einfach ein Paket, wo man als Quereinsteiger ehrlich gesagt fast nur scheitern kann. Wenn man das nicht von der Dicke auf gelernt hat, auch der Umgang von den Menschen, von den Kollegen in der Politik, von anderen Fraktionen, auch von der eigenen, da ist viel mehr Neid, da geht es jedem ums eigene. Das wird das gelernt in ganz kurzer Zeit, jede Entscheidung, die da getroffen wird, ist, wie überlebe ich die nächste Wahl? Das ist der einzige Hintergedanke bei Entscheidungen, die da getroffen werden. Und wenn es auch nur anders verpackt wird, aber es geht immer nur um das. Es ist immer nur ein Gefühl, wie viele Leute nutzt es was, wird es mir zugerechnet oder nicht. Und für das war mir dann irgendwie meine Zeit auch zu schade. Und es war ein super Team, die Vizekanzlerin Ries-Wasser, die ja schon früher für den Skiverband gearbeitet hat, die ich schon sehr lange kannte, die auch eine Sportressort, da haben wir echt gemeint, jetzt können wir da was bewegen. Aber wir sind einfach auch gescheitert, wie sehr viele andere in Österreich, die versucht haben, etwas zu bewegen. Und ich kann mich erinnern, so eine kleine Anekdote, Busenbauer, damals im Parlament, war glaube ich Flugobmann beim Roten und da ist das Plenum, dahinter sind alles so Glaswände und da ist halt so ein offener Raum, wenn man nicht gerade was redet oder nicht drin sitzen muss oder soll, hält man sich dort auf und Busenbauer, ein langjähriger Oberlechtgast, redet mit mir, ich komme nächste Woche wieder nach Oberlecht, danke, ja, ich habe es auch die Woche, nächste Ferien, ja, weißt du, mein Kind geht in der Privatschule, da ist ein Schuh gekauft, da ist ein Aktenkoffer, aber er hat halt anders gelebt, als er sich verkörpert hat und wird dann ein bisschen Schmäh finden. Dann sagt er, warte schnell, ich muss schnell ans Podium aussehen, reden, gell? Dann geht er rein, zieht über mich runter aufs Letzte, dann kommt wieder raus und redet mit mir wieder ganz normal weiter. Dann sagt er, ich wollte nur mal zeigen, wie es dann Wien zugeht, gell? Aber auf so Sachen muss ich fairerweise sagen, bin ich nicht vorbereitet worden. Bin ich nicht vorbereitet worden und bin ich sehr oft ins offene Messer rein. Aber ich bereue keine Sekunde. Es waren drei Jahre. Es waren drei Jahre, genau. 2-2. Ja, genau. Es waren drei Jahre. Nicht, wenn man zum ersten Mal zum Podium hinläuft und zum ersten Mal als Olympiasieger, als Olympiasieger eine Rede halten. Ja, das hat man da Stundus, oder? Ist nicht ganz easy, weil ja doch alle zuschauen, wobei
es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, es gibt auch ein bisschen Menschlichkeit im Parlament. Mhm. Aber die erste Rede ist ohne Zwischenrufe. Bei jedem dieses die geilen Frist hat jeder einzelne, aber die zweite und die dritte folgen sehr bald. Und, ja, ich kann mich erinnern, in den Medien ist damit auch teilweise auch gestanden, dass du so kurz redest oder wenig redest. Ja, das ist das berühmte News Ranking, hat es immer gegeben, ja, mit den Redeminuten. Nur wer die Geschäftsordnung kennt, ja, weiß einfach, dass Redezeiten vergeben werden, ja, zu den Themen. Und dass der Sport sehr selten ein wichtiges Thema im Parlament ist, sind auch die Anzahl der Minuten, die für den Sport verwendet werden, sehr, sehr knapp. Du warst ja eigentlich Sportsprecher und warst auch Mitglied des Unterrichts Sports- und Wirtschaftsausschusses. Ja, genau. Aber in der Retro-Perspektive würdest du sagen, dieser Ausdruck in die Politik ist nicht gescheitert, du möchtest sie zwar nicht missen, oder hättest du gern länger gemacht? Ich bin dahingegangen und habe gedacht, okay, als Mandatar bist du frei, du kannst entscheiden, wie du willst. Und es gibt halt die Plenarsitzungen, wo Anwesenheitspflicht ist, aber die politische Arbeit ist vorauszumachen. Und meiner Meinung nach ist, ein Mandatar darf das nicht hauptberuflich machen. Leider sind es über 90%, will damit keine Berufsgruppen aufzählen, die das hauptsächlich machen. Aber denen geht es als Mandatar finanziell besser als in ihrem Berufsleben. Deswegen kämpfen die ja ganz massiv um jede Wiederwahl, weil es einfach eine persönliche Bereicherung ist, das zu machen. Für mich war das keine Besserstellung, keine finanzielle. Das ist es nicht gewesen. Und selbst wenn ich Anwalt in Wien bin und ist eine Sitzung, bin im Büro bis 10 Uhr, dann gehe ich da zu der Sitzung und gehe da wieder hin, dann ist nicht ein Arbeitstag. Aber von Oberlech nach Wien und retour, das ist ein ganzer Tag. Und da ist man oft hingeflogen und dann ist man rein zur Sitzung und irgendwann aufzuhören, gesagt, da ist ein Formalfehler in der Einladung gewesen, Sitzung verschoben. Dann wird nur einen Tag verschoben. Da reisen alle an, im Flieger und wieder heim, der Steuerzahler zahlt es, ich bin auch Steuerzahler gewesen und immer noch, ich bin eingezahlt für den Scheiß eh selber. Und da muss ich einfach sagen, das ist, wenn man was erreichen will und was bewegen will, war das für mich eine gestohlene Zeit. Gerade in dem Alter, wo man noch so voll im Saft ist und so viele Sachen machen will, war das einfach vom Zeitmanagement nicht handelbar mit dem, wie ich denke und agiere, wenn ich etwas umsetzen will. Aber das Ende dieser Politlaufbahn hat ja einen anderen Grund gehabt, auf den ich jetzt aber nicht eintreten möchte. Es war trotzdem eine gute Erfahrung. Das ist falsch, das brauchen wir nicht ob eingehen oder nicht. Das war, die Koalition wurde aufgebrochen, es hat eine Neuwahl gegeben. Ich habe die ganze Periode durchgemacht und habe nicht mehr kandidiert. Okay. Und was waren jetzt auch im Kapitel Politik sozusagen, was war dort das Highlight, was du mitnehmen kannst für die Zeit danach und was war eigentlich das Hauptnächste? Also ich glaube, das darf ich gar nicht erzählen, was ich da gelernt habe und wie im Hintergrund Politik gemacht wird. Hast viel gelernt? Ich habe sehr viel gelernt und so manche Sachen ist oft wirklich besser, sie kommen nicht in die Öffentlichkeit und dementsprechend weiß jetzt ich auch, wie ich mit solchen Leuten umzugehen habe, wenn man was braucht und man weiß es nämlich als Mensch. Geht man vorsichtiger dann mit den... Nein, im Gegenteil. Also man bleibt ja der Mensch. Das ist froh und ist dann auch Mutter, ich lasse mich nicht verbiegen. Ja, ganz genau. Bleibt ja der Mensch. Ja. Aber sagen wir mal, das ganze System kennenzulernen, sehr kann man sagen, okay, muss man nicht ein Mandat haben, um das kennenzulernen. Aber man lernt es nur kennen, wenn man wirklich selber drin sitzt. Ja. Und okay, also ja, dieses Kapitel ist dann irgendwann abgeschlossen gewesen und dann hast du auf einmal, du hast den Sport nicht mehr gehabt, die Politik ist nicht mehr gehabt, aber jetzt ist dafür Wirtschaft dazu gekommen. Ja, die habe ich immer schon von den Montana. Ganz genau, das habe ich seit eigentlich, wo ich aufgehört habe, Skifahren, aber das Jahr davor schon übernommen von meinen Eltern. Also mit Politik genau, parallel. Seit 1998 bin ich ja Geschäftsführer unserer GmbH und bin da verantwortlich, dass das alles rund läuft.
bin Herr von 50 Angestellten und ja, mache das eigentlich mit meiner Familie sehr gut und Gott sei Dank auch sehr erfolgreich. Über Jahre hinweg schon. Sicher haben wir einen Vorteil, dass wir so eine tolle Lage haben, aber die tolle Lage haben einige andere auch. Und ich sage einfach, der Fleiß und der Einsatz und der Ehrgeiz und versucht es doch menschlich und hoch fokussiert durchzuziehen, das Ganze von A bis Z. Und ja, es ist ein eigenes Geschäftsmodell, wie es bei uns läuft, da wir nur eine Wintersaison haben, 142 Tage. Und der Tag ist durchstrukturiert bei mir von 6:30 bis 23 Uhr. Und der läuft noch im gleichen Schema ab. Und ja, ein Termin ist zwischen 9 und 11 Uhr Skifahren. Zwischen 9 und 11, jeden Tag. Es ist ein Termin wie jeder andere. Und du kommst schon zu mir, das ist schon ein Verkäufer. Ja, aber wie gesagt, 23 Uhr oben, hat so meinen Ablauf. Aber es ist für mich auch wichtig, ich komme in die frische Luft. Ich habe einen Rundumblick bei den Skilifte, wo ich auch noch ein bisschen dabei bin. Und ja, ich kann zumindest mit den Gästen ganz anders reden, weil was du jeden Tag mitkriegst, du kriegst ja am gleichen Tag vom perfekten Tag bis zum schlimmsten Tag und umgekehrt das Tag für Tag mit. Und wenn ich halt selber auf der Piste war, kann ich da dementsprechend auch die richtigen Antworten geben oder zumindest versuchen, sie sollen einmal das oder das oder das probieren und den Leuten auch Tipps geben, sollen sie mit der Sonne fahren, gegen der Sonne, welche Runden und so, und das kommt ganz gut an. Und, ja. Braucht ihr trotz eurer idealen Lage im Oberlicht Marketing? Ja, Marketing brauche ich, dass ich Mitarbeiter finde. Muss mehr Geld ausgeben, für Fachkräfte zu bekommen, für Mitarbeiter zu bekommen, als für Gäste. Wenn man Stammgäste an ja, Küche, Verwaltung. Ja. Verwaltung. Weniger ist, Service. Ja, Service ist natürlich ein sehr, sehr lukrativer Job, fürs Trinkgeld. Mhm. Das wissen Sie ja, doch eher hochpreisige Region, dementsprechend auch großzügiger die Gäste. Bleibt auch mehr übrig, wenn Sie es gut machen. Verwaltungsbereich ist auch schwierig, wobei es ist ein bisschen leichter. Ich glaube, die Banken stellen immer allzu viele Leute neu ein. Dadurch bleibt doch wieder mehr für Verwaltung in der Dienstleistung ausgebildete Leute übrig. Aber ja, wie gesagt, Stammgästeanteil 80%, gewisse Saisonszeiten 100%. Auf der einen Seite gut, man kennt die Gäste, man kennt die Leute, das Konsumverhalten. Aber ein Stammgast, der vergleicht ständig im Jahr davor, der will immer noch mehr drauf, noch mehr drauf, noch mehr drauf, was auch legitim ist. Aber es ist natürlich jetzt mal wieder... Und der hat die Mitarbeiter vom letzten Jahr noch im Kopf, im freundlichen Das Plan. Auch, ja, also man, es ist nicht so, dass man ein Riesenproblem hat, aber es ist nicht leicht. Ich sage, es ist für mich in den Sommermonaten gleich viel Arbeit, 50 Mitarbeiter, wobei sicher 30, 35 sind, die immer wieder kommen. Engagieren, wie meine Frau, die die ganze Vermietung macht und um 15.000 Nächtigungen verkauft. Im Moment ist ja in aller Munde das Thema Digitalisierung. Also ich habe zuerst Marketing angesprochen. Wie wichtig ist die Digitalisierung für den Tourismusbereich oder für euch im Speziellen? Also Social Media und die also Online-Booking? Ich bin überzeugt, also das Online-Booking ist ja eigentlich schon gut etabliert. Gott sei Dank in unserem Betrieb unter 5%. Unter 5%, die über Buchungsplattformen buchen. Es gibt immer wieder mal Gäste, die sind schon 20 Jahre da, der bucht dann auch über Booking.com rein, weil einfach meint, es ist einfacher, schneller oder die Sekretärin hat es gut gemeint, anstatt dass sie eine Mail schreibt, sucht sie das aus. Sie bedenkt aber nicht, dass das Ganze 10% kostet plus Mehrwertsteuer, wobei das ist für uns, für die hochpreisigen Betriebe nicht verständlich, weil der Aufwand, ob jetzt immer um 50 Euro Buch oder um 600, ist für das System und zum der das System betreut der gleiche. Deswegen wäre es vielleicht angebrachter, pro Buchung viel zu zahlen als eine umsatzabhängige. Aber zumindest ist ja jetzt einmal, wie alle mitgekriegt haben,
eine Klausel, ja, Medien angehalten, vielleicht verklagen sie den Nachhinein, halt wurscht. Hucken hat gesagt, der Preis, der bei Ihnen auf der Website ist, muss der billigste sein, den es überhaupt gibt. Ich habe gesagt, über die Preisgestaltung mache ich schon mal selber. Und ihr 10% plus 20% Mehrwertsteuerprovision kassiert, ist es auch auf der Buchungsplattform und desto teurer. Sehr viele Leute wissen das inzwischen, suchen sich es aus und kontaktieren die Hotels auch wieder selber. Und, ja. Aber sonst zur Frage der Digitalisierung, ja, ist die ganze Vernetzung, die nimmt immer noch mehr zu, auch immer noch transparenter. Ich sehe das auch mit den ganzen Eye-Tracker, die Leute, wo sie aufzeichnen, wo sie Skifahren, die kommen mit der Fähre, müssen als erstes wieder eine Handy-Ladestation finden, dass sie gleich wieder sagen können, wie viele Kilometer sie Handy, wie heißt das? Skiline oder so? Da gibt es verschiedene, da gibt es Eiski und Jonas, die wirklich alles aufzeichnen. Man wird total gläsern, aber auf der anderen Seite ist es eine tolle Sache, wer es will, der will es. Man ist ja frei und kann das ausschalten. Aber so im eigenen Betrieb, jeder weiß es. Aber Digitalisierung ist bei euch nicht so ein Thema, das euch drücken tut, der Fachkräfte machen. Das ist momentan, das ist einer der größten Themen. Wobei, man muss auch wieder fair sein und ehrlich sein, es sind immer die gleichen, die jammern. Oder sehr oft immer die gleichen Betriebe, die jammern. Weil? Ja, man muss halt einmal überlegen, warum halt ein Mitarbeiter nicht wiederkommt. Ob man nicht doch hätte freundlicher sein sollen oder ob man nicht doch vielleicht fairer bezahlen hätte sollen oder ob man nicht doch vielleicht einmal die Mitarbeiterzimmer renovieren hätte sollen oder. Das muss man auch offen und ehrlich ansprechen, oder? Ohne dass ich jetzt da jetzt Kollegen schlecht machen will, aber es gibt überall schwarze Schafe und gerade die, wo nachher gar nichts mehr haben und gar nichts mehr geht, das sind dann die dann am lautesten oft schreien und ja, laut schreien funktioniert halt immer noch. Ja. Wenn ein Betrieb dann irgendwann so gut läuft, wie euer Betrieb ja läuft und so weiter, dann wird einem langweilig und dann geht man wieder zurück in das Funktionärsdasein und wird Präsident vom Vorarlberger Skiverband. Also das war ja 2010, machst du schon 6 Jahre. Was war der Grund für die Übernahme auch dieser Funktion? Spielt da zum Beispiel auch die eigene Tochter eine Rolle, die ja auf dem besten Weg ist, vielleicht ein ganzer Großer zu werden? Wer weiß, das weiß man nicht. Spielt das auch keine Rolle? Also mal vorweg, mit Langweile hat der Dienst zu tun. Schon klar. War ja. Aber es braucht viel Zeit, denke ich. Es ist, ehrlich gesagt, wenn man es gescheit machen will, und ich glaube, ich mache es gescheit mit meinem Team zusammen, ist es fast ein Fulltime-Job. Ja. Aber ich mache es gern. Ich mache das ehrenamtlich, das ist eh selbstverständlich. Nicht an Kilometer Spesengeld nicht irgendwas aufrechnen, braucht das nicht. Ich sponsere sogar den Skiverband noch die ersten Jahre. Zigtausende da reingekauft selber, nur dass wir über die Runden kommen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe von diesem Sport, von dem Ganzen so profitiert in meinem Leben. Ich war richtig über Mitte 30, habe meine Hausschulden frei stehen gehabt und ich habe wirklich ein riesen Glück gehabt in meinem Leben. Und es war mir einfach ein Anliegen, ja, man muss auch was anderes tun und das hat mich immer schon ein bisschen beschäftigt. Ich habe mich im Skiclub immer schon engagiert, ich war mit den kleinen Kindern tagelang, stundenlang Ski und versucht denen die Materie nahezubringen. Und ja, dann ist halt im Vorderen Skiverband Peter Mendel, BOC, Generaldirektor und auch Finanzvorstand im österreichischen Skiverband, kenne ich auch schon ewig, und habe gesagt, magst du das nicht machen? Ah, ich sag, ja, dann war es so halb, ich sage, halb gar nicht. Wenn ihr wollt, dass ich das mache, vielleicht tue das mit alle ab. Entweder macht das Vollgas, aber so eigentlich schnuppern und früher war das so und das müssen wir so machen und das war immer so und so. Also das interessiert mich alles nicht. Entweder ich mache das, man macht einen Schnitt, einen sauberen und ich fange da an. Ihr sagt mir offen, was bis jetzt war, wie die Fakten sind. Fakten waren, ja, dass man halt mit Ach und Krach immer gerade drüber gekommen ist, beim Training spannen hat müssen, da spannen hat müssen, vielleicht mal eine Rechnung aufs nächste Jahr verschieben, die man noch nicht zahlen kann. Also okay, das müssen wir auf neue Füße stellen. Die Leute haben das auch gut gemacht damals.
ihre Möglichkeiten, es hat funktioniert, die sportlichen Erfolge waren da, nur sie sind halt wirklich komplett abgeflacht. Und ich habe gesagt, es kann nicht so weitergehen, wenn ich mir denke, in die 90er Jahren, wir waren 7 Vorarlberger bei der Weltmeisterschaft und sind gerade mit 3, 4 Goldmedaillen in der Serie angefangen. Und das war ein Wahnsinn, das war Steffi Schuster, das war Rita Wacht, das war Katja Wirth, Patrick Wirth, Rainer Salzgeber, Mario Reiter, meine Wenigkeit, also wir waren echt, die halbe österreichische Mannschaft war Vorarlberg und auf einmal war gar nichts mehr, gar nichts. Und da habe ich gedacht, okay, das packe ich an, das will ich anders schaffen. Darum gibt es ja das Ziel Golden for Gold, Olympia 2008, wo ist das in Pyeongchang? Da musst du jetzt, ja, genau. Da musst du jetzt, das ist 20, da musst du jetzt liefern. Ja, genau. So. Das war mein Ziel. Das habe ich ganz klar ausgesprochen. Erfolg muss her, ist aber auch Erfolg ist planbar. Wir haben das gut geplant. Wobei, man muss ehrlich sein, wir sind die Lehrlingswerkstatt. Wir sind die Lehrlingswerkstatt. Der meiste Betrieb ist der Österreichische Skiverband. Wir liefern dazu. Aber natürlich, die besten Lehrlinge werden auch oft die besten Meister. Aber sozusagen habe ich das ganz klar zum Ziel gemacht. Wir arbeiten hart dran. Ich lasse auch keine einzige Ausrede gelten, ob Freiluftsport hin oder her. Es sind 5 Alpinbewerbe, Damen, 5 Herren, plus Snowboard-Ski springen. Es kann nicht sein, dass wir überall Pech haben. Also ich bin überzeugt, dass wir Medaille ins Lenkel bringen. Wenn nicht, bin ich gescheitert. Ja. Kann man sich ja dann neue Ziele setzen. Aber wir sind alle optimistisch. Und die Tochter, das wäre natürlich der Traum des Vaters, die Nina, wenn sie dort auch noch irgendwann dabei ist. Ja, dabei sein ist immer schön und recht, aber es geht schon. Sie muss weniger gemacht. Nina ist noch sehr jung. Und so ein Traum vom Vater ist, ich muss mich nicht nochmal verwirklichen. Ja. Meine Tochter macht das gern und gut und sehr gewissenhaft. Für mich ist eher abschreckend, wenn ich sehr viele Eltern sehe, von oder Kinder, von Eltern, wo sie Eltern nicht geschafft haben. Ja. Und die jetzt 10, 15, 20 Jahre dann auch noch reden, wer Schuld gehabt hat oder wie es Wetter war oder wie Schiene ganz gut. Also alle haben dafür können, was sie selber gewinnen. Und jetzt müssen sie Kinder wegmachen und die mischen sich in alles ein. Und das muss ich ja ganz ehrlich sagen, es ist der härteste Job als Präsident von einem Verband, ist die Eltern auf den Hunger zu halten. Das ist immer schwieriger. Die Stimmung der Eltern am Montag ist 1:1, wie das Rennergebnis vom Wochenende von Kind. Und dementsprechend weißt du schon, wer anruft oder nicht, und das kann jeder für alles dafür, nur nie der Athlet selber. Und ja, das ist halt, ja, das gehört dazu. Ich habe mir nicht gedacht, dass es so arg ist, aber die jetzige Generation nimmt die Kinder schon extrem wichtig, vielleicht zu wichtig. Ich vielleicht meine auch, vielleicht gebe ich es gar nicht so zu oder will es gar nicht so sehen. Bitte zwar immer meine Frau, wenn sie dafür, was du für damit die Kinder machst. Aber es wird halt jetzt so sein und ja. Kommt der Nachwuchs nicht sehr häufig auch aus diesen etablierten Familien, dass ich ein bisschen merke, oder die ergänzende Frage dazu, irgendwie Skifahren schon mittlerweile ein teurer Sport geworden, also den können sich ja viele gar nicht mehr leisten. Was kann man tun, um sozusagen den Nachwuchs noch breiter aufzustellen, dass wirklich schon in der Volksschule, dass vielleicht der Skikarte günstiger ist oder das, ich weiß auch nicht. Aber jedenfalls habe ich den Eindruck, es kommt irgendwie immer von der selben Ecke der Nachwuchs. Der kommt sehr momentan wirklich aus der Ecke, wo die Eltern sehr aktiv waren. Aber jetzt 2, 3 Punkte, jetzt arbeitet ganz schnell auf. Es geht eher darum, diese Eltern wissen, was auf sie zukommt. Und die wissen das, die wissen, wie man das heranzugehen hat und machen das. Man ist auch verpflichtet als Verband, Eltern, die mit der Materie noch nie zu tun gehabt haben, die Wahrheit zu sagen, oder? Das ist ein reinharter Job, das ist brutal. Sie müssen viel entbehren, auch finanziell. Wobei ich auf der anderen Seite jetzt sagen muss,
wenn es wirklich Talente gibt und finanzielle Engpässe in diesen Familien, gibt es einen Skiverband auch dafür. Also diese Fälle federn wir sehr wohl ab und wir haben ein gewisses Sozialbudget, das für das da ist. Und ich will nicht, dass ein einziges Talent am Geld scheitert. Das wollte ich ja immer und habe auch geschaut, dass wir ein sauberes, vernünftiges Budget aufstellen. Dank Unterstützung des Landes, muss ich mal vorweg sagen, wie unser größter Sponsor sind, Land Vorarlberg, aber auch unzählige Partner von der Aktion Gold for Gold. Ich sehe darin einige. Vielen Dank für euer Engagement. Muss ich ehrlich sagen, die da Jahr für Jahr aus einem eigenen Sack was einzahlen, einfach weil ihnen der Skisport am Herzen liegt. Und ja, das ist gut, aber da reden wir jetzt, wie gesagt, vom Spitzensport. Der Skiverband ist auch verantwortlich für den Breitensport. Wir versuchen, dass wir so viele Trainer wie möglich ausbilden. Wir schauen jetzt ganz massiv, dass wir in die Kindergärten schon reinkommen. Dass wir da Ausbildungen mit den Kindergärtnerinnen machen. So Opa-Kind-Skifahren und so Aktionen. Wir müssen einfach schauen, ganz von der Basis. Ich glaube, wenn die Kinder das nicht wirklich im Kindergartenalter lernen und eine Freude daran entwickeln, da halten sie auch ihre Eltern und ihre Großeltern beim Sport, wenn die Kinder das wollen. Und das ist wichtig und vor allem, weil ich ein Wintersportland. Sicher ist immer die Diskussion, ja, wie teuer. Für den Gegenwert, den man kriegt für eine Tageskarte, ich muss ganz ehrlich sagen, ist günstig. Sicher sind 50 Euro total viel Geld. Aber wenn ich mir denke, was ein Liftanlag kostet, was ein Radlag kostet, was ein Kubikmeter Schnee kostet, ein Golfplatz fahren drei Rasenmäher an 7.000 Euro im Kreis. Und da kostet es irgendwie das Fünffache oder das Dreifache oder das Zweifache und kein Mensch hat was. Und erzählt mir eben stolz, was er oder wie oft und wie viel Golf kommt. Der Gegenwert, der geboten wird für den Wert einer Liftkarte, ist extrem hoch. Es gibt zum Glück Familienkarten, es gibt Kartenverbünde, aber der Traum wäre auch für mich, wenn man eine Vorarlbergkarte hat, die auch immer die gestaltet wird. Das wäre ein Traum. Und wenn da halt manche Skigebiete wertvoller sind und dann für sein, ja, dann fahrt man halt nur 7-mal am Allrad und dann wieder 9-mal im Rad und 12-mal. Wie viele Jahre braucht man? Thomas, werden wir noch was sitzen vielleicht. Es gibt halt wie immer und überall sehr eingefleischte Meinungen, die immer alle wissen, wie es geht, aber auch nicht immer was dazulernen. Sicher, es gibt immer Tür und Wider. Aber ich glaube einfach, es wäre jetzt an der Zeit. Das ist dann das auch nicht mehr. Ich hätte zwei Fragen. Die erste, was kann man, wenn man mal diese Sportlaufbahn beschrieben hat, was kann man mit ins Berufsleben nehmen? Also was kann man da lernen oder uns, die wir in der Wirtschaft, in Unternehmen sind, was kann man da mitnehmen? Also, jeder ist in irgendeiner Art und Weise gut ausgebildet in dem, was er macht. Also mal die Basis, die muss einmal passen. Aber Ziele setzen, die können hoch sein. Dann können utopisch klingen, wenn man jetzt ein junger Unternehmer ist und sagt, ich will das und das haben. Ein Ziel setzen, eine Strategie und vor allem das Planen. Und immer wieder Zwischenziele sich setzen, die erreichen, schauen, bin ich im Plan. Und die Planung, die ändert sich ständig. Ja. Es gibt immer andere äußere Faktoren, aber das darf nicht der Ausrede sein für das, dass es nicht funktioniert hat bis dahin, sondern ich muss schauen, was muss ich ändern, dass ich das, was ich jetzt in dem Jahr noch nicht erreicht habe, dafür im ersten Halbjahr nächstes Jahr erreicht habe. Es kann nicht sein, dass man immer jammert und zuhört. Das nutzt nichts, es hilft im Sport auch nicht. Es nutzt nichts, ich habe einen Gangwin gehabt. Ich kriege von der Jury keine Zeitgutschrift deswegen. Die gibt es nicht. Es steht da nicht auf der Ergebnisliste oben. Ortlieb 4 km/h Gangwin. Fertig. Interessiert kein Mensch. Es zählt einzeln und allein die erreichten Ziele, die erreichten Fakten und für die muss ich arbeiten. Und jeder Rückschlag, den es überall gibt, im Privatleben, im wirtschaftlichen Leben, im Sport, in Freundschaften, die sollen einfach ermutigen, noch mehr zu tun, noch aktiver, noch gezielter an das Problem herangehen, zuerst analysieren, was habe ich falsch gemacht, dann den neuen Plan mir erstellen und dann arbeiten. Aber dann ist das abgehackt. Ich habe keinen Einfluss mehr auf was schon passiert ist. Das ewig nachjammern und wundern,
als diese manche andere Sportarten und Spitze oder mehr Dinge alles anfangen entfernen. Und das in der ewigen der Vergangenheit leben, das hat nie eine Daseinsberechtigung gehabt und heutzutage schon gar keine, so schnell leben wie jetzt alles auch. Und welche Frage noch, was kannst du, ja, oder welche Rolle spielt das Thema Vorbild? Kannst du, wie wichtig ist das auch, ein ehemaliger Spitzensportler, diese Vorbildwirkung ein Leben lang sozusagen zu spielen? Geht das überhaupt? Oder geht das nicht? Oder muss man? Oder bist du auch Funktionär? Ja, also, tun wir das nochmal umdrehen. Wo ich jung war, es hat jeder so junge Sportler irgendein einschneidendes Erlebnis, wo gerade irgendein großes sportliches Ereignis war, an dem man sich erinnert und hat gesagt, boah, das möchte ich auch. Also ich kann mich genau erinnern, 1982, in dem Fall war ich 14 Jahre, Weltmeisterschaft Schladming, harte Weihrauter, mit Japan. Rote als Rote überall. Also, das will ich auch. Ich bin das erste Mal, habe ich schon einen Rennanzug gehabt und das war für mich das, was ich unbedingt wollte. Das war für mich dann ein Vorbild, wie der Sport gemacht hat und von Hilfe. Und für mich war das sehr wichtig. Ich glaube, jeder braucht ein Vorbild. Und jeder hat ein anderes Vorbild. Der eine fährt eher ab auf einen Ausflug, der grüne Haare, 17 Piercing und Tattoos, wie ein Rodman. Andere haben seriösere Vorbilder, andere haben jetzt am Fahrer als Vorbilder. Irgendwas, das ist komplett wurscht. Aber man soll irgendwas haben, wo man hinausschaut. So möchte ich mal sein. Das ist, was mich, so stelle ich mir mal vor, in 10, 15, 20 Jahren. Und der gibt mir eine Richtung vor. Und das wird man erleben. Möchtest du Vorbild sein? Vorbild sein, ja, das ist, glaube ich, eine Ehre, wenn einer zu dir sagt, du bist der Vorbild. Mit allen Für und Wider, diese Popularität, im Rampenlicht zu stehen, ständig beobachtet zu werden. Aber da kannst du den Spieß auch umdrehen, oder? Du bist 12 Jahre, und dann hin und sagst, du bist Olympiasieger, Weltmeister, für kennt jeder, und du kannst nicht mehr alles machen, was du so gern machen würdest. Dann sagst du, okay, das nimm ich in Kauf. Du wirst auch dann auch nicht jammern, wenn es nachher irgendwann einmal auch kritischer betrachtet wird, oder wenn die Medien nicht immer die Wahrheiten oder die Nettigkeiten nur von dir reden. Und ja, du wirst leben, und das ist, sage ich, einfach ein Preis im Begriff. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das spannende Gespräch mit dir. Vielleicht einen kurzen Applaus. Oder? Ich würde, wenn Sie wollen, den Ball kurz zu Ihnen spielen. Also wenn jemand eine Frage hat, dann Patrick Ortiz gerne und in der Zeit. Schauen wir mal. Ja. Ich mache einfach einen Anfang, weil es jetzt wirklich ein anregendes Gespräch war. Ganz kurz zuerst in eigener Sache. Die Sportreporter haben sich ja ständig anhören müssen, nämlich ihr fragt ständig dasselbe und das Gleiche, wollte eigentlich das Gescheitere sein. Der Hintergrund war dann so, dass ich, wenn also bekannte Serien, Siegerinnen oder Sieger gefahren sind, ich mir wirklich am Vortag den Kopf zerbrochen habe, der klingt jetzt morgen wieder, lieber Gott, was fragst du sie nach ihrem 30., 35. Sieg, okay. Also, ohne das jetzt abwertend zu meinen, du hast natürlich jetzt Leute, die intellektuell mehr und intellektuell weniger drauf haben. Auf welche Seite der heutige Gast da steht, das hat er uns in der letzten Stunde bitte bewiesen. Da hatte ganz konkret die Frage, inwieweit spielt der Intellekt gerade im Rennsport eine Rolle? Oder anders gefragt, kann jetzt der, auch wieder ohne Abwertung, der einfach gestricktere, der einfach nicht viel überlegt, sondern sich einfach die Streif oben haut, genau dieselben Chancen haben wie der andere, der hochintellektuell jetzt tüftelt und schaut, was besser ist. Es ist sicher leichter, wenn man nicht alles hinterfragt. Ist für die Trainer leichter, die Athleten sind leichter zum Handeln, aber man ist ja nicht jedes Mal in dem Mode, dass man alles hinterfragt und ja, die Frage stellt. Ich habe da ein anderes Ritual gehabt und das hat draußen Helm auf hier raus. Ja, ganz einfach. Wenn man da oben steht, war man fokussiert und ist nicht wirklich da
Alter entsprechend darlegen und gemacht hat, um ganz ehrlich zu sein. Vielleicht war es nach außen noch ab und zu anders gewesen, aber ich war genauso mein jugendlichen Leichtsinn gehabt, der, ja, den man braucht, um in einem riesigen Sport erfolgreich zu sein. Weitere Fragen? Danke, ich bin der Richard Mattischer, ältes Semester. Ich habe schon im Jahre 64 bei der Olympiade als Soldat Abspürdienst gemacht in Innsbruck, wie Egon Zimmermann gewonnen hat. Deswegen die Frage an die Personalunion der Patrick Gottlieb als Verbandspräsident und Ehrenobmann und Ehrenmitglied Schito Warberg und Spitzensportler. Es hat Zeiten gegeben, wo am Arlberg ein Gerhard Nenning, ein Egon Zimmermann, die Zimmermann-Mädchen, dann die Jahn im St. Anton und der Karl Schranz und so, dann die Kiezbühler, die haben eigentlich die Nationalmannschaft beherrscht. Das ist völlig verschwunden. Also Kiezbühler hat dann, glaube ich, noch den Nordischen gehabt und du warst der Letzte, der als Arlberger die Boten nennt. Warum sind diese... Mario Matt ist auch Schicklbeiler. Mario Matt auch, ja. Wir haben einige, die im Weltcup fahren. Aber es gibt halt andere auch. Es hat wirklich nur Kitzbühel und Arlberg gegeben. Aus Arlberger Sicht, jetzt sagen wir, ich war, wie schon angesprochen, relativ wenig. Ich war im Jugendtraining damals in den 60er Jahren mit Werner Bleiner zusammen. Und wie gesagt, wie Sie schon begrüßt, dass das über einen längeren Zeitraum die Vorarlberger nicht mehr da sind und nicht speziell aus diesem Gebiet Arlberg, Montafon und so. Und wie schaut die Zukunft aus? Also ich bin fix überzeugt, dass alles im Leben einen gewissen Flow hat. Es geht rauf und runter, rauf und runter. Wenn man gesättigt ist, wird man ein bisschen bequemer, nachlässiger. Ich glaube, kann sich jeder selber auch an der Nase nehmen, es ist so. Umso mehr braucht es halt auch immer wieder von außen neue Impulse. Und die habe ich jetzt einfach versucht, dem Skiverband zu geben. Neue Impulse. Wir sind am richtigen Weg. Ich bin überzeugt, dass wir 10 verschiedene Vorarlberger heuer im Weltcup am Start haben werden. Um alle 10 Weltcup-Punkte machen, bin ich überzeugt, dass es noch nicht sein wird. Aber wir sind wieder breit aufgestellt. Und ja, was Arlberg anbelangt, es ist Magnus Walsch, der jetzt im letzten 2-3 Jahren schon ab und zu im Weltcup gefahren ist. Es ist der Johannes Strolz da, es ist meine Tochter. Es ist nicht so, dass der Skiverbayer auf der westlichen Seite, nicht gesagt, auf der östlichen Seite, sind die Mattbrüller. Der jetzt gerade vorgestern aufs Podium gefahren ist, es gibt junge Nachwuchsfahrer, also es ist schon auch da, aber es hat wirklich ein Wachrütteln wieder gebraucht in der Gesellschaft und ja, die Kinder und die Jugendlichen sind voller Euphorie und Flamme und hoffen, dass sie durchhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die müssen einfach durchhalten. Die schwierigste Zeit kommt jetzt und der Schwung im Weltcup. Können ist da, aber das sind so viele äußere Einflüsse, die sie einfach wegstecken müssen. Gibt es weitere Fragen? Sondern der Daniel, vielleicht die letzte Frage, dann würde ich vorschlagen, dass, wenn dann noch Fragen sind, dass man es direkt bei dir. Ja, Martin. Wenn ich noch kurz darf, du hast jetzt gesagt, für dich das Thema Ziele, Planung, Strategie, Konzept, das durchzuziehen, ist eine wichtige Sache. Du hast natürlich im Sport wunderbar alles erreicht, das alles, du hast das erläutert. Aber schlussendlich, was ist neben dem, wenn du heute den Betrieb führst? Und denn zwar sind da die Kreise oben und Olympia und alles, aber schlussendlich, was ist das Kernthema, dass du als Unternehmer und als Hotel am Arlberg mit Eltern, mit der Frau, mit der Familie wirklich auch in 10, 15 Jahren noch erfolgreich bist oder so wie du heute bist. Was ist da? Weil das eine ist ein Thema, aber es gibt ja noch andere Themen und da kann man den Olympiasieger auf die Seite stellen, das interessiert mich nicht. Das ist Geschichte, die Vergangenheit ist vorbei. Ganz genau. Also ich lerne auch jedes Jahr dazu. Und ich kann mich erinnern, die ersten Jahre, wo ich den Betrieb gemacht habe, haben wir auch gedacht, ja, ja, nach Schema F und die Zahlen, das Wichtigste. Ihr lernen müssen, Dienstleister zu sein. Es ist mir nicht leicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aufgewachsen und im Rampenlicht gestanden
und es wollte immer jemand irgendwas von mir. Und auf einmal bin ich da und eigentlich will der Gast was von mir und ich habe dem was zu geben. Ich habe das lernen müssen, aber ich habe es gern gelernt und das kann man auch nie auslernen. Und in einer Region, wo wir sind, ich kenne weltweit sehr viele Skigebiete. Ich höre immer nur, der Arlberg ist teuer. Im Verhältnis gibt es sehr, sehr viele Mitbewerber auf der Welt, die 3, 4, 5, 6, 7-fache, was wenn ich zum Beispiel der Wohn nach Courchevel in die Welt, da ist 5-fache wie die Montana, weil wir eigentlich schon teuer Betrieb sind, aber der hat seine gute Abholung. Aber was ich jetzt sagen will, mit Geld kann ich ja super Hardware hinstellen. Da kann ich das neueste, teuerste, beste Hotel bauen. Wir haben Investoren, die werden in der VN hochgejubelt, der Herr Flauers aus England, der das teuerste Hotel baut, 1 Million Euro Kunstfinanz hängt. Die Woche danach hat er seine Handwerker nicht mehr gezahlt. Und dann gibt es russische Investoren und amerikanische und australische und von überall kommen her, haben viel Geld. Macht eigentlich das Geschäft, das aufgebaute Geschäft uns allen schwer. Aber wir können nur mit der Software dagegenhalten. Wir können die bessere Dienstleistung bieten. Wir können es einfach besser machen. Und wenn am 15. August um 21 Uhr am Abend das Telefon läutet und mir abhebt und jemand ein Zimmer will, sind wir auch für den Raum und versuchen dem auch alles Mögliche zu bieten. Ich glaube, langfristig ist die Software extrem wichtig. Extrem wichtig. Wobei die Hardware natürlich qualitativ einen Standard haben muss. Ich muss picobello sauber sein, das darf nicht abgewohnt sein. Aber wenn ich halt ein gewachsenes Haus bin, wie es halt unseres ist, sind halt die Zimmer mit 70 und 80 und 90 Quadratmeter groß und nur vielleicht nur 25 oder 30. Aber der Gast kommt zum Skifahren und will sich nicht im Zimmer aufhalten. Deswegen kann man nicht der Situation zum Auflassen. Bei dem Hintergrund ist das Zeichen, dass wir Schluss machen müssen. Ich möchte mich bedanken bei dir mit einem kleinen Schnaps. Das ist ja auch danke. Viel Energie. Ja. Sozusagen soll man gleich bücken. Ja, ja, ich habe einen sehr entspannten und sehr sympathischen Gesprächspartner hier gehabt. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch hier führen konnte. Ich hab nicht immer im TV den gleichen Patrick erlebt, wie ihn jetzt kennenlernen hier an dieser Stelle. Also nochmals herzlichen Dank für das Kommen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir Ende Jänner wieder einen Wifi-Talk machen werden. Wir wissen noch nicht, mit wem. Wenn er hier gibt, habe ich einige Personen, mit denen ich gespräche. Wenn jemand zusätzlich irgendeinen Gast hätte, jederzeit mir sagen, ob Sie interessant finden. Im Übrigen darf ich Sie darauf hinweisen, wir haben da hinten, glaube ich, also eine kleine Möglichkeit, Visitenkarten hineinzuwerfen. Also wenn Sie automatisch angeschrieben werden wollen, weil ich jetzt nicht weiß, ob Sie in unserem Verteiler sind, dann natürlich selbstverständlich gerne. Bei der Brigitte Fuhrmann bekommen Sie ein Ausfahrtsticket, sofern Sie es nicht haben, sodass eigentlich alles so geregelt sein sollte. Ich darf mich nochmals im Namen des Wifi-Talks bei Ihnen allen willkommen bedanken und wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Zeit bei uns, bei einer kleinen Stärkung. Ja, möchte ich auch bedanken.